Hallihallo, willkommen in meiner Werkstatt. Heute habe ich hier ein Rotorgetriebe. Hier steht drauf R801A22. Und bei dem Getriebe ist ja hier hinten die Schnecke kaputt. Die ist weggebrochen. Und jeder sagt, da gibt es nichts Neues, da kann man nichts machen. Und da müsste alles komplett neu gemacht werden. Jedenfalls ist der Preis ziemlich hoch. Und ich will jetzt mal in diesem Video zeigen, dass es also doch geht. Also wir haben hier ein Rotogetriebe, das steht hier auch drauf. Und hier sieht man auch, das sind also solche Verschlüsse. Und ich werde jetzt da unser Universalgetriebe, was wir haben hier, einbauen. Ja, was muss ich beachten? Ich muss also wissen, wo die Mitte ist. Das ist richtig. Dann habe ich mir das hier schon mal angezeichnet, dass ich das so hinbekomme, dass das nachher passt. Und das ist alles eigentlich. Und jetzt werde ich das mal eben hier ausklinken. Und dann werde ich da unser Universalgetriebe dran befestigen. Das geht also, ich sag mal, zu 80 oder 90% auf alle Stangen drauf. Und dann kann man das Teil wieder benutzen. Hier sehen wir, dass die ja, Löcher total verrieben sind. Das wird nachher hier rausgenommen. Und da wird dann eben halt nachher hier unsere Stange, die wir hier haben, unsere Getriebestange dazwischen gesetzt. Und dann ist das ganze Teil wieder betriebsbereit. Wenn wir sowas machen, liegen wir etwas über 50 Euro oder sagen wir mal so unter, zwischen 50 und 80, je nachdem, was das für ein Aufwand ist. Und dann läuft das Ganze wieder. Gut, aber Preise sind so ein bisschen Makulatur, sag ich mal. Das müsste man immer für von Fall zu Fall sehen. Was wir hier noch sehen, ist, hier hat das noch jemand total verbogen. Das kriegen wir aber auch wieder hin. Das ist also, ja, gar kein Ding. Gut. Ja, also Schritt für Schritt zeige ich das mal so ein bisschen, wie ich das mache. Also erstmal habe ich jetzt das hier schon mal aufgerissen mit einer Reißnadel eben halt hier. Alles anreißen. Und natürlich dazu einen Winkel nehmen. Ja, das ist noch mein alter. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ihr solltet sich mal einen neuen besorgen. Nein, das ist mein alter. Und ja, von Opa. Okay, ätzle ich immer wieder mal zwischendurch, aber das muss ich mal machen. Ist ein kleines Andenken. Er funktioniert jedenfalls noch. So, da werden also die Sachen dementsprechend angerissen, wie ich das brauche. Auch letztendlich auch in diese Richtung. Und dann muss nachher dieses Stück hier ausgeklinkt werden. Was hier ganz gut ist bei diesem Rotor, der zeigt mir genau an, wo die Mitte ist. Und das mache ich jetzt fertig. Ja, und dann können wir uns das Ganze gleich mal eben angucken, wie das aussieht und wie ich das denn dementsprechend da drauf setze. Ja, dann fange ich jetzt mal eben damit an. Hier kann man jetzt sehen, wie ich das ausgeklinkt habe. So sollte das nachher aussehen. Und dann brauche ich jetzt nur beigehen und das Teil hier reinsetzen. Dann läuft das hier in der Schiene und schon wäre das funktionsfähig, bloß aber hier geht das nicht, weil eben halt das hier ausgerissen ist. Und daher kommt jetzt also gleich dieses Gestänge hier dazwischen. Das wird dazwischen gesetzt und dann kann man das auch wieder benutzen. Gut, das mache ich jetzt erstmal soweit fertig. Das muss jetzt noch ein bisschen reingemacht werden und dann kann ich das dementsprechend auf der Länge abschneiden und das zeige ich gleich mal, wie das Ganze dann aussieht. So, das habe ich jetzt hier komplett reingesetzt, richtig. Was jetzt wichtig ist, ist, dass genau hier die Mitte genommen wird. Wo das nachher sein soll, damit das nachher dementsprechend auch vernünftig schließt. Das kann man so ein bisschen optisch machen, das geht denn schon. Also dieser eine Bolzen soll auf alle Fälle immer gut in der Mitte sein, damit das funktioniert. Also dieser Umbau, das geht also wie gesagt auf alle Getriebe eigentlich. So, was wir jetzt machen müssen, ist die Rückseite hier, die wir haben. Die zeichnen wir uns jetzt richtig an. Weil da muss das nachher wieder hin. Weil wir das ja gleich durchtrennen.
Das gleiche mache ich hier auch auf der anderen Seite. Markiere ich mir das, damit ich das genau da wieder hinbekomme, wo das hin soll. Ja, das war es eigentlich schon soweit. Danach nehme ich eben hier meine Stange, schicke mir die jetzt einfach ab, wo ich gerne möchte. Ich suche, wo ich mir das aussuchen kann. Hier habe ich ja genug Fleisch, das ist okay. Hier werde ich ein bisschen Problem bekommen. Da muss ich mal gucken, wo ich das mache, wo ich sie da kürze. Ups. Und das mache ich mir jetzt erstmal soweit fertig. Ja, schauen wir mal, das kriege ich da schon hin. Okay, ja, das mache ich dann und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an, wie das denn da aussieht. Das Universalgetriebe ist jetzt dazwischen. Hier sieht man nochmal die alte Treibstange, die ich da rausgenommen habe. Hier eben halt, wie das auch alles verschlissen ist. Ja, die neue Treibstange ist da. Zwischen. Hier sieht man die Schweißnähte auf der Seite auch. Und das, was jetzt nur nicht geht, ist, dass man praktisch diese eine Befestigungsschraube, die kann man jetzt nicht mehr nehmen. Okay, ich könnte die noch ausfeilen, aber die Frage ist, ob der Aufwand das wert ist, weil das hält ja einmal hier bei dem Griff. Ich habe ja hier noch eine zum Schrauben und hier oben ist ja die nächste. Damit funktioniert das. So, und was wir jetzt noch machen müssen, ist zu gucken, ob das Ganze wirklich funktioniert. Das ist jetzt die eine Position. Das heißt, ich muss das mal richtig machen. So ist das ja richtig. Und wenn ich jetzt den drehe, ups, sollte der 90 Grad stehen. Das macht er auch. Hier ist Anschlag. Das wäre wieder Tür offen, Tür zu, Anschlag. Der Griff steht hier auch senkrecht, 90 Grad. Und somit geht unser Universalgetriebe. Ich mache mal so, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Sieht man so meine Hand. Ja, also das lässt sich ohne weiteres einbauen. Und das kann man auch eben halt bei ganz alten Getrieben machen, dass eben halt unser Universalgetriebe genommen wird. Und dann wird das dementsprechend hier nachher mit der Treibstange verschweißt und es funktioniert einwandfrei. Ja, der Tischler wollte für den Umbau aller Schienen, die es da gibt, ups, alle Schienen, die es da gibt, wollte er haben 250 Euro aufwärts. Ich habe auch schon von 700 Euro gehört, aber dafür kriegt man schon bald ein neues Fenster. Und ich sag, dieses hier, was dieses Mal, was ich jetzt hier gemacht habe, das liegt unter 100 Euro. Unter 80 Euro. Und wenn wir das fertig machen, und dann können Sie Ihr Fenster wieder benutzen. Und jetzt kommt es. Das Tolle daran ist, dieses Universalgetriebe, das werden Sie, ich sage jetzt mal, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, bestimmt wird es das noch 20 Jahre geben. Ansonsten kann man Nachbau machen. Also wir haben da eine Firma, die uns die machen. Und daher, sage ich mal, kann es sie ewig geben. Also das ist gar nicht so schlimm, sowas zu machen. Das ist also eigentlich ein Klacks für einen Schlosser. Schlüsseldienst, Metallberuf gelernt. Der macht sowas auf alle Fälle. Der sollte das können. Und ja, damit funktioniert das Ganze wieder. Ich freue mich. Ich mache sowas gerne. Wenn Sie sowas haben, schicken Sie uns das rüber. Wir machen das oder ich schicke Ihnen eine Anleitung. Bloß, die ist dann kostenpflichtig. Ansonsten müssen Sie sich nach diesem Video hier wenden. Ich denke mal, man kann das da drauf auch sehen, wie ich das gemacht habe. Und ja, also das kann man ja selber hier ausklicken. Also das habe ich jetzt nicht genau gezeigt, wie man das macht, aber das kriegt man ja auch hin. Gut, okay, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn Sie was haben, gucken Sie auf unsere Internetseite www.c-oldorf.de oder ich habe ja einen Text dazu geschrieben und da können Sie uns kontaktieren. Wir machen das gerne fertig mit unserem Universalgetriebe, was auf alle Fälle immer auf diese Sachen passt. Und ja, das Tolle daran ist, wie gesagt, das ist Brutto. Und
Man kann da eben halt auch ein Fremdfabrikat draufsetzen. Okay, das war's von meiner Seite aus und ich freue mich dann schon wieder auf das nächste Projekt.